Was soll ich sagen? Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video vom Fahrerarbeitsplatzprojekt für OMSI. Ja, man sieht schon, es ist alles irgendwie ein bisschen anders gelaufen als geplant. Ich habe mich jetzt nochmal beraten, so ja, mit Experten, Unterexperten und so weiter, und bin dann jetzt letztendlich zu der Lösung gekommen. Es wäre doch am sinnvollsten, den Fahrerarbeitsplatz komplett neu zu konstruieren und nicht mehr so zu konstruieren, dass hier zwei Türme mit einer Verbindungsplatte das ganze ja, Ding tragen, sondern dass dieses Ding auf einem separaten, einzelnen, kleinen Tisch oder sowas in der Art steht und das dann eben vorbildgetreuer aussieht, denn in Wirklichkeit sind ja auch nicht links und rechts solche Türme, sondern da ist ja auch nur das Ding an sich, der Korpus an sich, ein bisschen erhöht. Und genau das habe ich jetzt vor und dann auch vor, eine neue Lenksäule zu bauen, eine neue Konstruktion, basierend auf der alten, aber doch ein bisschen anders. Und zwar so, dass ich dann auch einen Blinkerhebel integrieren kann. Und da sind eben jetzt einige neue Sachen geplant. Und dazu ist eine komplette Umgestaltung erforderlich. Und deswegen sind die alten Teile jetzt hier großzügig ausgemustert und werden einfach verschrottet und werden dann den Platz freimachen für komplett neue Holzteile, ja, und einen komplett neuen Bau. Und hier sieht man es auch, die sind wirklich jetzt schon ein bisschen sehr demoliert teilweise. Man kann hier den Lack schon abkratzen. Also schön ist es nicht mehr wirklich und es ist wohl schlauer, das Ganze neu zu machen, als da jetzt großartig anzufangen, hier wieder alles herzurichten. Und dadurch, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte den Haltewunschtaster nicht mehr, ich möchte die Haltewunschlampe an der Stelle nicht mehr, sind natürlich hier Löcher entstanden und solche Sachen. Und das sieht natürlich einfach unschön aus und ist extrem viel Arbeit, wieder zu spachteln und zu schleifen. Und allgemein möchte ich meinen Fahrarbeitsplatzbau einfach, das werde ich euch nachher mal zeigen, ein bisschen kleiner halten, ein bisschen kompakter, dadurch auch leichter und eben vorbildgetreuer. Ja. Jetzt gehen wir hier mal in den nächsten Raum. So, und zwar haben wir hier das Lenkrad. Dazu muss man sagen, dass hier ja das altbekannte Metallrohr dran ist, das Auspuffrohr, das sich ja immer in diesem Zapfen, wenn ihr euch noch erinnert, den man jetzt vorher auch gerade gesehen hat, hier gedreht hat. Das wird eben komplett anders gelöst. Und zwar so, dass dieses Rohr fest in diesen Zapfen, also in den neuen dann, der wird auch ein bisschen anders aussehen, noch vorbildgetreuer, dass das eben an der Stelle hier reingeklebt wird und sich nicht mehr bewegen kann, was dann den Vorteil hat, dass das Lenkrad dadurch, dass das Lenkrad zukünftig über eine Spindel, die dann hier durchläuft und hier auf das Logitech drauf montiert wird, gesteuert wird, ja. Also das ist dann hier nur noch ein Loch durch und eben diese Spindel. Das Lenkrad dreht sich also über eine Spindel. Und dadurch, dass dieses Rohr fest ist und hier dieses Loch drin, gibt das Rohr dem Lenkrad und dieser Spindel so viel Stabilität, dass sich dieses Ding nicht mehr verrutschen kann, so wie es bisher immer der Fall war. Und das Logitech wird dadurch zusätzlich entlastet und geschont, weil es ja nur noch diese Spindel hier zu bewegen hat. Und das Ganze ja... es wird dann hier bei der Auffassung vom Logitech befestigt und auch hier eben durch dieses Loch, was dann da gebohrt wird. Und da wird eben kein Spiel vorhanden sein. Es wird schön geölt, geschmiert, sodass dann da das Logitech nochmal zusätzlich entlastet wird und kein Hin- und Herwackeln von dem Lenkrad mehr möglich ist. Genau, das mal dazu im Groben. Und einen großen weiteren Vorteil bringt das Ganze noch, dass dieses Rohr dann zukünftig fest sein wird. Und zwar... dass ich, wie schon angesprochen, einen Lenkstockschalter oder Blinkerhebel anbringen kann. Ich habe hier mal ein Vergleichsobjekt. Ich habe nämlich, dazu komme ich auch gleich noch, ein Schlachtfest gemacht. Seht ihr da hinten schon den Anfang. Und das hier ist ein Teil daraus. Und zwar habe ich einen Setra S80 bzw. S11 geschlachtet oder mich an einem Schlachtfest beteiligt.
aus den Niederlanden kommt das gute Stück. Da kann ich euch nachher nochmal ein Foto einblenden. Und daraus unter anderem ein Blinkerhebel, mit dem ich jetzt mal ganz gut testen konnte. Gut, das ist einer von Bosch, denke ich mal, genau. Wie er in Setras auch verbaut wurde, wie er eben hier bei Büssing eher nicht anzutreffen war. Deswegen, ich habe mir schon einen bestellt, wie er bei Büssing anzutreffen war. Der ist auch schon unterwegs. Aber das hier trotzdem mal als gutes Vergleichsobjekt. Ich hatte den heute auch schon hier dran. Der wird dann eben dieser Schlinge hier dran festgemacht, ungefähr auf der Höhe. Und hier ist er dann zu bedienen. Und der Vorteil ist an diesem Ding hier, dass es einfach verschiedenste Funktionen hat. Man kann natürlich die beiden Blinkerstellungen schalten. Ich mache das jetzt mal so. Ja, also man kann die beiden Blinkerstellungen schalten. Und man kann zusätzlich eine Hupe schalten. Ja, und dann sogar nochmal eine Lichthupe. Genau. Und dann habe ich eben den Vorteil, dass ich die Hupe über den Blinkerhebel schalten kann und da gar keine Gedanken mehr verschwenden muss an den Hupenknopf oder an irgendeinen anderen Taster. Genau, so sieht das aus. Und der wird dann eben, also zumindest sein Nachfolgermodell, auch davon gibt es nachher nochmal ein Bild, wird dann hier dran befestigt und dreht sich eben nicht mit. Ich habe auch schon geliebäugelt mit einer originalen Lenksäule, die der Besitzer von diesem Setra S80, der eben dieses Schlachtfest veranstaltet hat, auch verkauft. Aber da ist das Problem, dass sich da einfach der Kosten-Nutzen-Faktor nicht rechnet. Er möchte damit dafür einfach so viel Geld haben, dass ich sagen muss, trotz Versand aus den Niederlanden, niederländischer Mehrwertsteuer und so weiter, ist es doch ein bisschen in meinen Augen übertrieben für zwei ineinander gesteckte Eisenrohre, die es ja im Grunde genommen nur sind, die aber auch noch dazu viel, viel länger wären als hier mein kleines Metallstück, obwohl ich die überhaupt nicht so lange brauchen würde. Und es ist ja noch dazu gar nicht gesagt, dass die auch wirklich nach dem langen vor sich hin Rosten noch einwandfrei funktionieren. Und der hat eben dafür so hoch angesetzt mit, ich glaube, 240 Euro netto, dass ich da sagen muss, nee, da steige ich lieber aus, mache mir das selber hier mit dem Ding. Geht total einfach und ist wesentlich praktischer und erfüllt ja den absolut gleichen Zweck, auch praktisch, um einen originalen Blinkerhebel anzubringen. Die Kabel werden dann einfach, wenn dieses Ding da dran ist, werden die Kabel durch eine Bohrung hier rein versteckt geführt und hier dann wieder rechtzeitig rausgeführt. Das ist ja ohne weiteres möglich. Das Rohr ist ja hohl und wenn dann dieses Gewinde hier komplett durchgeht, diese Spindel, dann ist da am Rand immer noch genügend Platz, um da die Kabel durchzuführen. Genau, das mal dazu. Also da gibt es auf jeden Fall jetzt mal eine frohe Botschaft eben. Ich kann einen Blinkerhebel verbauen. Und jetzt mal zu dem Schlachtfest an sich. Das sind hier einige Teile daraus, das ist aber lang nicht alles. Auch da zeige ich euch dann nochmal Bilder. Es ist so, ich habe eben diesen S80 ausgeschlachtet. Da sind unter anderem hier diese drei wunderschönen SWF-Schaltereien zutage gekommen, die mit Symbolen versehen sind, wie es aber damals nur bei Setra der Fall war. Und in dieser extrem alten, hellgrauen Ausführung. Genau. Funktionieren alle tadellos, sind wunderbar gereinigt und so weiter. Also das habe ich alles gemacht. Vorher-Nachher-Vergleich seht ihr gleich nachher. Also die auf jeden Fall mal so am Rande. Die Symbole, falls es jemand interessiert, wäre hier der Scheibenwischer. Hier vermutlich der Nebelscheinwerfer bzw. Fernlicht. Hier die Innenbeleuchtung. Hier eine Lüftung beim Fahrer und hier zwei andere Lüftungsstufen oder Heizungsstufen. Und hier haben wir einen Schalter, einen ganz besonderen, der steuert, habe ich mir sagen lassen, den Scheibenwascher, die Scheibenwaschfunktion. Man hat hierüber, wenn man den hier zusammengedrückt hat, ja, hat man hört es auch schon ein bisschen, ja, hat man hier raus mit Luft die Scheibenwaschanlage gesteuert. Und hier hinten, seht ihr das vielleicht, gab es dann auch einen elektrischen Kontakt, den man abgreifen konnte. Also ein ganz spezieller, sehr, sehr alter Schalter.
Genau, dann haben wir hier ein Drehzahlmesser aus Chrom oder mit Chromrand, der noch funktioniert. Wie man an diesem Nadelausschlag sieht, der ist charakteristisch für Instrumente, wenn sie noch funktionieren und nicht irgendwie fest sind. Ich habe den auch ganz aufwendig gereinigt und es hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein absolutes Sammlerstück von VDO. Sehr, sehr alte Ausführung, genauso wie dieses Teil daneben. Das ist eine Druckluftanzeige, auch mit Chromrand. Auch nicht minder schön. Also wirklich sehr, sehr, sehr edel. Und typisch halt für diese Setra-Busse. Und dann haben wir hier voll bestückt, ja, und von mir auch wieder durch ein Aufbiegen von diesem Rand und Austauschen bzw. Säubern der Scheibe wieder in einen neuwertigen Zustand versetztes Rundinstrument oder Kombi-Instrument. Ja, sieht so aus. Auch sehr, sehr besonders, sehr speziell und absolut nicht mehr käuflich. Auch auf eBay und so. Nur noch als Mercedes-Benz-Ausführung zu finden, aber das ist eben was komplett anderes. Und das ist einfach ein tolles Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, und auch nicht gerade billig im Einkauf, wenn man es überhaupt noch bekommt. Dann hier noch ein paar von meinen Kontrolllampen, die ich ja schon hatte. Teilweise auch neue Schalter aus diesem Setra-Brett, seht ihr nachher ja noch, alle auch restauriert, hergerichtet, also alles wunderbar in den neuen Zustand versetzt, genau. Das waren jetzt die Sahnestückchen, sage ich mal. Gut, ein Sahnestückchen habe ich noch. Auf jeden Fall, so oder so, diese Teile sind schon verkauft und werden von mir nächste Woche an einen Oldtimer-Bus Verleiher gebracht. Und dort dann gegen Bar, ja, verkauft. Die habe ich also schon mal an den Mann gebracht. Ich habe mir ja im Grunde genommen dieses Setra-Brett nur gekauft, um die Teile daraus zu restaurieren und ja, die Substanz halt mal zu sichten und dann eben die besten der besten auszusortieren, zu restaurieren, zu säubern und wieder in funktionsfähigen Zustand zu versetzen und dann eben möglichst, wie man es auch bei Gebrauchtwagen macht, wenn man sie herrichtet, zu einem höheren Preis klar zu verkaufen und somit dann durch die Restauration auch einen Gewinn zu erzielen. Und es ist auch wirklich gut gelungen und ich muss sagen, es rechnet sich bisweilen auf jeden Fall. Noch dazu habe ich ja noch gar nicht alles verkauft. Da kommen wir nämlich schon zum zweiten Teil, der hier noch in der Kiste schlummert. Der steht also noch zum Verkauf und wenn irgendjemand Interesse hat an irgendeinem Teil oder auch an mehreren, einfach melden per E-Mail. Die kennt ihr mittlerweile, ist auch in der Kanalinfo angegeben oder per privater Nachricht auf YouTube oder Kommentar, wie auch immer. Genau, so sieht das aus. Das sind also alle Teile, die ich aktuell noch verkaufen möchte. Das ist einmal hier mein Hupenknopf von dem Petri-Lenkrad. Ein ganz, 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 ganz seltenes Teil in einem absolut neuwertigen Zustand. Ein Mercedes-Benz, unter anderem Mercedes-Benz Hupenknopf, kann man aber individuell einsetzen. Dann haben wir hier auch aus dem Setra-Brett einen Warnblinkschalter von Bosch, eine absolute Rarität. Allein der erzielt, wenn er neuwertig ist, mit Anleitung und Originalverpackung um die 90 Euro in diesem wunderbaren Zustand, aber immer noch ja, genügend, sage ich mal. Aber ich bin ja kein Unmensch, also wenn jetzt jemand sagt, hey, komm, den möchte ich unbedingt haben, dann wird man sich da auch über einen Preis einig, sofern er denn realistisch ist. Genau, so, das war der. Dann haben wir noch ein Tacho aus dem Setra-Brett. Schauen wir mal an. Hier 120 km/h-Skala, das übliche. Auch im guten Zustand kann man sagen. Dann haben wir hier noch ein Drehzahlmesser. Das gleiche Modell wie von vorhin, nur mit anderer Skala und einem anderen Rand, einem schwarzen Rand, der darauf schließen lässt, dass das Ding ein bisschen älter, ein bisschen jünger ist, also in jüngeren Setra-Modellen Platz gefunden hat. Auch hier mit funktionsfähiger Nadel und im guten Zustand. Und dann haben wir hier auch noch passend ein Rundinstrument, das gleiche wie vorhin, auch wieder nur mit anderer Skala und anderem Rand. Auch das im sehr guten Zustand, sogar noch mit Druckluftleitungen. Funktioniert auch, habe ich auch schon getestet. Dann des Weiteren haben wir noch ein Gaspedal. Ja, das ist auch vielleicht ganz verlockend für den einen oder anderen.
Dann haben wir hier auch aus dem Setra von Webasto Schaltheiztafeln. Einmal so eine und einmal die gleiche, nur in einer anderen, ja, Güteklasse, sage ich mal. Hier zum Vergleich nochmal. Aus Messing sind die. Dann noch ein schönes Hinweisschild. Das hier vor dem Einschalten Klappe über Kanal öffnen. Das gleiche habe ich auch in der exakt gleichen Schriftausführung, nur andersrum. Schrift schwarz, Hintergrund weiß. Liegt hier unten drin, wenn man das erkennen kann. Hier ist der Anfang, also ist genau das gleiche. Dann noch ein, ja, ich nenne es immer Handbremshebel, ja, kann man eigentlich schon sagen. Genau, und zwar nur den Hebel. Einmal, genau. Und aus dem Setra-Brett eine ganz besondere Handbremse. Ja, also die komplette Handbremse ist es dann in dem Fall. Und zwar auch extra gereinigt und so. Ich stelle sie mal hier ab. So, also man sieht es hier schon, das ist eine Graubremse. Made in Germany, also in sehr gutem Zustand eigentlich. Funktioniert auch wunderbar. Man muss hier an diesem Knauf anziehen. Ist ja hier auch der Pfeil. Und dann kann man sie schalten. Geht auch leichtgängig, also kein Problem. Ist eine wunderbare Bremse. Wenn da jemand Interesse hat, gerne. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Ja, genau, hier haben wir noch einen ganz besonderen Schalter, auch aus dem Setra-Brett. Und zwar, ich weiß selber nicht genau, wofür er ist, aber er war auf jeden Fall unter diesem Messingpanel hier, von dieser Webasto-Heizung. Den kann man aufziehen hier und dann steuert der die Heizung, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Also ein sehr, sehr besonderes Teil. Genau, der Fachmann oder der, der es gebrauchen kann, wird sicherlich wissen, wofür das genau gut ist. Dann haben wir hier noch einen Schalter. Keine Ahnung, wofür der ist. Hier haben wir einen Original Bosch Schalter. Ja, die werden heute auch nicht gerade niedrig gehandelt, aber auch da bin ich bereit, einen super Preis zu machen. Und hier, falls jemand Taster braucht, günstig abzugeben. Ja, zwei Taster. Sind zwar ein paar Kleberreste dran, aber das ändert ja nichts an der Funktion. Funktionieren tun sie einwandfrei. Sind echt gut zu gebrauchen. Hier und da immer mal wieder. Hier haben wir auch noch einen Taster. So ähnlich wie der vorhin. Und genau, hier habe ich noch ein Ersatzteil für Bosch. Für einen Bosch-Schalter, für einen Blinkerschalter. Dann wäre da noch ein Ersatzteil eben da. Und ansonsten eigentlich nur noch die Kfz-Relais, die kennt ihr ja mittlerweile auch schon. 12-Volt-Relais, und zwar habe ich da noch, muss gerade mal schauen, zwei Stück übrig. Genau, also zwei Relais hätte ich auch da noch da. Genau, und das wäre jetzt so das Komplette, was ich eigentlich noch zu verkaufen hätte, auch teilweise eben aus dem Setra. Falls jemand Interesse hat, einfach bitte ganz unverbindlich melden und dann einigen wir uns da auf jeden Fall auf den Preis. Schön wäre von vornherein, dass ihr mir eure Preisvorstellung schreibt, dass wir da schon mal grob und dass ich schon mal grob schauen kann, ob das auf einer Wellenlänge liegt oder eher nicht. Genau, wunderbar, das haben wir jetzt auch und jetzt gehe ich noch schnell hoch und dann schauen wir uns da noch mal kurz um, was sich da so getan hat. Hier gleich mal ein Blick auf das Armaturenbrett, das ja, ja eigentlich noch relativ bekannt sein dürfte von der letzten Folge, aber auch da hat sich natürlich wieder was getan, ja. Ich habe nämlich Kontrolllampen ausgetauscht, das habt ihr vielleicht unten schon gesehen, in der Kiste mit den Sachen, die ich schon verkauft habe, waren die elfenbeinfarbenen Kontrolllampen von meinem Armaturenbrett mit drin. Liegt einfach daran, dass ich noch mal ein bisschen recherchiert habe auf Fotos, auch von meinem Armaturenbrett selbst, und da einfach keine richtig elfenbeinfarbene Kontrolllampe erkennen konnte oder entdecken konnte. Die waren eigentlich eher alle grau. Und solche grauen Kontrolllampen waren eben auch typisch für relativ alte Büssing-Modelle. Und deswegen habe ich jetzt aus dem Setra, weil da zufällig zwei graue dabei waren, mir die gleich geschnappt, gesäubert und dann eben hier ausgetauscht. Und somit habe ich jetzt hier eine graue für fahrbereit.
immer noch mit grünem Einsatz und hier oben für Lüfter eingeschaltet, statt dieser ja auch eher cremefarben oder elfenbeinfarbenen vorher, jetzt eben auch eine graue mit rotem Einsatz. Und dieser Schalter hier hat auch noch eine neue Kappe bekommen, auch mit einer schwarzen Lackierung, und zwar eine Originallackierung, weil auch dieser Schalter oder diese Schalterkappe stammt aus diesem Setra-Brett. Und somit war das schon wirklich sehr hilfreich, denn jetzt habe ich da nämlich einen originalgetreu schwarzen Schalter drin, denn es gab eigentlich keine elfenbeinfarbenen ab Werk in diesen Bussen. Also es wäre eher eine Ausnahme gewesen. Genau, und weil ich es ja möglichst vorbildgetreu halten möchte, eben jetzt hier in schwarz. Außerdem hier oben jetzt statt diesen ebenfalls elfenbeinfarbenen eher niedrigen Kontrolllampen, wie sie von Bosch produziert wurden und wie sie eher in ja, landwirtschaftlichen Fahrzeugen drin waren, habe ich auch eine hohe schwarze Kontrolllampe genommen, also eine Standard-Kontrolllampe und auch hier eine Standard-Kontrolllampe. Habe ich dadurch hinbekommen, dass ich die Fassungen ausgewechselt habe, weil die Fassungen, die ich davor drin hatte, eben schmaler waren für diese extra Bosch, diese extra niedrigen Bosch-Kontrolllampen, und jetzt habe ich ganz normale Fassungen drin und deshalb jetzt auch diese beiden hier einsetzen können. Allgemein lässt sich sagen, dass ich auf der Rückseite, also man sieht es auf der Rückseite besonders gut, eben durchweg überall neue Fassungen genommen habe, die weder verrostet sind, noch wo irgendwo Drähte drin stecken, ja, die man jetzt nicht gebrauchen könnte. Also ihr wisst, was ich meine, dass halt die Kontakte hinten einfach frei sind, unbenutzt und in gutem Zustand und eben bereit fürs Anschließen. Ist wirklich bei allen Schaltern jetzt so. Die Anzeigen sind jetzt hier dank dieser Gummiränder, die ich mir selbst gebastelt habe, stabil hier drin, weil ich sie ja nicht mehr mit diesen Bügeln befestigen kann. Aber sie sind trotzdem sehr stabil hier drin und halten wunderbar. Ebenso dann der Tacho, der auch mit so einem Ring befestigt ist. Und hier drüben, diese Schalter haben noch Kabel von früher. Die kann man allerdings auch noch verwenden. Und der Gangwahlschalter, der ist auch komplett abgekabelt und wird dann komplett neu verkabelt. Und hier, wo bei dem einen Türtaster der Rücksatz fehlt, der liegt hier noch bei mir in der Kiste. Der wird dann aufgeklebt, weil mir der ja mal gebrochen war. Aber das ist alles kein Problem, weil das ja trotzdem dann auch wunderbar funktioniert. Habe ich ja auch schon öfter mal getestet. Genau. Und was man eben hier sieht, ist diese Lücke, die da klafft. Dieser Schalter ist mir leider in die Brüche gegangen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Und daraufhin habe ich mir einen neuen bestellt. Allerdings war auch dieser. Und den habe ich mir bei einem, ich sag's mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten, relativ namhaften Omnibus-Ersatzteilhändler bestellt. Der war, ja, ich habe ihn quasi defekt bestellt. Also er wurde als funktionsfähig verkauft, war aber tatsächlich defekt, was mich richtig frustriert hat, muss ich sagen. Ich habe schon einen kleinen Batzen Geld dafür gezahlt und im Endeffekt dann doch bin ich auf den Kosten sitzen geblieben. Und sogar die Kosten, die es mich gekostet hat, dieses Ding wieder zurückzusenden, in der Hoffnung, dass der Verkäufer das wohl reklamieren würde oder halt tauschen würde gegen ein funktionsfähiges Objekt, selbst auf den bin ich sitzen geblieben. Also finde ich echt relativ schweinisch. Und somit klafft jetzt diese Lücke und ich bin halt fieberhaft am Suchen nach einem ja, baugleichen Schalter wie diese hier, möglichst auch in schwarz oder in grau. Die Schalter, die ich unten euch gerade gezeigt habe mit den Symbolen, kann ich natürlich nicht dafür verwenden, weil bei Büssing niemals Symbole drin waren. Und deshalb bin ich immer noch auf der Suche nach vorzugsweise so einem schwarzen Schalter hier. Genau, ansonsten aber hat sich nichts geändert, bis auf die Kontrolllampen und dass das jetzt eben alles schön stabil hier drin sitzt und alles soweit vorbereitet ist. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist eben hier in den Tacho ein Servo einzubauen, aber der liegt auch schon bereit. Und die Schildchen hier mit den Nieten, die setze ich dann ein, sobald dieses Brett lackiert ist. Genau, aber das wiederum wird erst geschehen, nachdem dieses Ding das erste Mal angeschlossen und getestet wurde. Ist ja der logischste Weg. Und die Handbremse hier, die
sitzt im Moment hier hinten drin in diesem Kasten. Ja, und hat da ihr Plätzchen gefunden. Und hier auch eine Druckluftanzeige. Die obere liegt separat, weil ich die noch nicht befestigt habe. Aber diese ist schon befestigt. Und auch hier kann nichts mehr rausfallen. Das ist schon mal echt ganz gut. Dann habe ich hier mein Logitech-Lenkrad, die Pedale, die beiden. Das Kupplungspedal habe ich ja mittlerweile nicht mehr, weil ich keinen Schaltwagen mehr habe. Das Kupplungspedal steht übrigens zum Verkauf. Also ist ein ganz normales Pedal, was man eben ansteuern kann. Steht gerade hier unten und wird auch verkauft. Also bei Interesse auch einfach melden. Genau. Ist auch funktionstüchtig natürlich. Der Zahltisch steht auch hier. Ebenso diese Halterung, die habe ich noch gerettet von dem Lenkrad, weil vielleicht kann ich sie noch gebrauchen. Ich denke mal eher nicht, aber vielleicht als Orientierungshilfe oder so könnte sie schon nochmal von Vorteil sein. Und das Lenkrad habe ich auch gerade noch mit hochgenommen. Ja, mehr gibt es jetzt hier gar nicht zu sehen. Das war's eigentlich. Ich kann noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, was ich eigentlich hier vorhab. Hier ist ja mein Fahrersitz, kennt ihr ja. Hier ist diese Halterung vom Zahltisch. Die werde ich dann eben, und jetzt gehe ich mal so grob drauf ein, was ich vorhab. Also ihr seht ja hier diese beiden Stützen, ja, vom Schreibtisch, und da wird eine U-förmige Stahlschiene um diese Stützen rum gemacht werden, ja, sodass sie da wirklich richtig fest drauf sitzt. Denn hier haben diese Schubladen minimales Spiel und es reicht gerade aus für diese Metallschiene, also es passt perfekt. Dann kommt eben hier eine Metallschiene hin und hier drüben auch. Und dann diese Metallschiene dran, ungefähr so hoch, ein Brett, ein ganz massives Brett, genauso dick wie dieses hier, was dann eben hier so rausgehen wird, ungefähr bis hierher, auch auf beiden Seiten. Dann wird dieser Armaturenbrettkasten genommen und auf diese beiden Bretter drauf montiert. Und diese Bretter unten am Boden wieder mit einer Bodenplatte verbunden. Aber diese Bodenplatte hat eben dann auch den Vorteil gegenüber der bisherigen, dass die wirklich nicht so groß ist. Die geht ja nur bis hierher auf beiden Seiten und auch nicht so weit raus und auch nicht so weit nach hinten. Reicht aber trotzdem vollkommen aus. Genau, weil ich dann eben oben den Halt habe, weil der Armaturenbrettträger drauf ist, weil das ja alles gut verschraubt ist. Hat auch den Vorteil, dass dann dieses Brett, hier ist dann der Armaturenbrettträger ungefähr zu Ende, dieses Brett wird nicht rausstehen, das heißt, es wird nicht sichtbar sein. Es wird also bündig mit dem Armaturenbrettträger abschließen und das Ganze dann sehr ästhetisch ausschauen. Und hier rechts von diesem Brett weg wird dann einmalig dieses Ding hier weggehen, um den Zahltisch nach wie vor da mit dieser bewährten Lochbohrung hier drauf zu setzen. Ja, genau. Das hat sich ja eigentlich schon bewährt. Und das sieht auch sehr gut aus, finde ich. Sehr vorbildgetreu auf jeden Fall. Ich habe hier noch Vorbilder. Vorbildfotos. Genau. Und zwar sieht man hier ganz gut, dass der Armaturenbrettträger einfach frei hier liegt, so wie ich das eben auch vorhab. Und hier quasi wie ein Tisch selbst ist. Und rechts und links keine Türme oder irgendwelche Kästen sind. Genau, genauso möchte ich das dann eben auch umsetzen. Hier sieht man es ganz gut, also hier ist der wirklich separat. Und hier daneben der Zahltisch, und genauso soll das dann eben bei mir auch gelöst werden. Und wie ich dann hier diese Längssäulenverbindung mache, also die wird bei mir wieder aus Holz sein, aber eben deutlich schmaler als bisher, sodass sie eher an dieses Vorbild rankommt. Und die wird dann eben, so wie es auch hier gezeigt ist, unter dem Träger durchgehen und dann hier dieses Rohr eben eingeklebt, wie ich es euch schon erklärt habe, mit dem Lenkstockschalter. Hier sieht man auch mal so einen, hier sieht man den nochmal, so wird der dann aussehen und so das Ganze dann funktionieren. Genau, das habe ich eigentlich soweit vor. Was man noch sagen kann, ist... ja, vielleicht zur... Ah, nee, genau, weil ich es gerade hier habe. Also sonst gibt es da eigentlich nicht viel dazu zu erzählen, aber weil ich es gerade noch hier habe, ein Vorbildfoto aus einem MAN Büssing Schenk Ludewig Bus. Also im Grunde genommen meinem Vorbildbus.
auch aus dem Raum Essen, also sprich da aus dem Raum, aus dem auch mein Brett stammt. Man sieht es hier nämlich schön an den Gangwahltasten VBR, die auch bei mir hier sind. Hier sieht man auch schön die Fahrbereitkontrolllampe, die eben auch grün ist, genauso wie hier. Die hier sogar noch in der schwarzen Ausführung ist. Wir haben hier einen Walzentacho, also sprich einen, der hier auch so ein kleines Ding, eine kleine Papierrolle aufzeichnet. Der hat hier eine andere Anzeige drin, ist aber egal, sieht mir eher nach Neoplan aus, die kann ja auch nachträglich ausgetauscht worden sein, ist auf jeden Fall möglich. Der in dem Fall hat jetzt hier auch einen elfenbeinfarbenen oder grauen Zugschalter, allerdings eine schwarze Kontrolllampe, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe aber auch ein Beweisfoto, dass es so rumging, wie es bei mir der Fall ist, und zwar aus dem Vorbildbus, ja, woraus ich das Brett hier eigentlich auch bezogen habe. Ich hoffe, ich habe das Bild gerade überhaupt da. Ansonsten muss ich euch das leider ein andermal zeigen. Das muss ich euch ein andermal zeigen. Auf jeden Fall, das geht genauso. Es ist ja im Grunde genommen auch absolut egal, ob jetzt Elfenbein oder Grau, beziehungsweise also Elfenbein beziehungsweise Grau oder Schwarz oder andersrum. Es ist ja einfach nur Geschmackssache. Es soll ja nur mal möglichst nah dran kommen. Und das tut es ja so auch auf jeden Fall. Genau, so sieht's aus. Das waren jetzt so die aktuellen Veränderungen. Ihr dürft gespannt sein, es geht jetzt mit Vollkraft voraus. Hier noch die zwei letzten kleinen Neuerungen, oder was heißt hier klein? Hier liegen meine 24 Volt Relais, die sind schon bereit für die Elektrik. Ich habe ja jetzt eben vor, alles mit 24 Volt und professionell über Glühlampen zu betreiben, auch vorbildgetreu. Dann liegt hier eine 24 Volt Glocke nach wie vor, also die habe ich auch behalten. Hier ein Fernlichtschalter, hier die beiden Schilder, die werden auch wieder angebracht. Und ein Braunschweiger Löwe von Büssing, ein Original. Emblem von der Frontseite eines BS110V zum Beispiel. Ist ein Original, bin echt stolz drauf, weil ich das relativ günstig bekommen habe. Und es wird auch bald mal meine Wand zieren hier. Also ist echt sehr, sehr schön. Genau, so hier mein Hupenknopf, aber den kennt ihr ja schon. Nur ich möchte ihn auch nochmal zeigen. Einfach immer wieder ein schöner Anblick. Und falls es ihr noch nicht gesehen habt, ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich schon mal gezeigt habe. Die Haltewunschlampe ist hier an die Wand gewandert und das Schild hier, dem Fahrer ist die Unterhaltung mit Fahrgästen verboten auch. Und die Haltewunschlampe wird später an der Stelle auch angesteuert. Auch das gefällt mir wesentlich besser, als es vorher der Fall war mit diesem komischen Halter, der da die Haltewunschlampe gestützt hat. Genau. Und dann noch hier schlussendlich zur Elektrik habe ich mir auch ordentlich was geleistet, eben alles im Zuge dessen, dass ich das neu und professionell machen möchte. Woll, schon ist erst gefallen. Genial, jetzt habe ich einen Kratzer in das Schild reingemacht. Super, genial, ganz toll. Hier ein Trafo mit 24 Volt. Für unglaubliche 100 Watt, das heißt, der gibt schon ordentlich Leistung her, das sollte doch ausreichen. Dann hier noch ein älterer Trafo, den ich bisher verwendet habe, mit nur 50 Watt, auch für 24 Volt. Und hier noch einer mit 12 Volt für ebenfalls 100 Watt. Ne, das ist der für 24 mit 100 Watt, das ist der mit 12 Volt für 100 Watt. Genau, ich brauche ja beide für die Ansteuerung von, und dazu kommen wir jetzt, dem Relaisbrett der Relaiskarte. Das ist nämlich dieses gute Stück hier. Richtig fett, richtig groß. Das wird dann mit dem Arduino verbunden. Also sprich, das Arduino sendet die Befehle, die es vom Computer erhält, weiter an dieses Relaisbrett, das dann das jeweilige Relais anziehen lässt. Von dem Relais weg geht eine Leitung zu dem 12-Volt-Trafo, eine zum 24-Volt-Trafo und von da aus dann zur Glühlampe. Ja, also das ist dann eben die Ansteuerung darüber. Dann habe ich hier noch einige USB-Kabel. Das Arduino, wie gesagt,
also ein Arduino Mega 2560. Und hier mein A-Case, ist gerade umgedreht, mit Jumper-Kabeln verbunden, mit diesen A-Case Breakout-Adaptern, mit denen man extrem leicht dann die Kontakte ansteuern kann. Genau, das ist so ein bisschen elektronisch das Neueste vom Neuesten. Dann habe ich da hinten noch Drähte drin, aber das ist ja alles Standard, sage ich mal. Genau, also ich bin auf jeden Fall gewappnet für das Kommende und wir machen uns mit voll Karacho dran, das möglichst baldig auch alles in die Tat umzusetzen. Aber man muss natürlich immer sehen, da ist noch ein Job, eine Ausbildung, die nebenher absolviert werden will. Und das kostet halt alles einfach Zeit und Nerven. Aber ich gebe mir größte Mühe, dass das zumindest mal bis zum Sommerurlaub im August ein bisschen mehr Gestalt annimmt. Gut, in diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wenn es dann wieder heißt, Fahrerarbeitsplatz Folge. Tschüss.